Und es geht weiter. Hallo Freunde, pünktlich um 18 Uhr begrüßen wir euch zurück hier beim wunderschönen Let's Play, was niemals enden will. Und wir sind wieder alle Mann versammelt und alle Frauen sowieso und wir machen weiter. Aber warum? Ja, weil es so ist, weil heute 18 Uhr ist. Deswegen machen wir heute weiter. Ist doch ganz einfach. Als Sicherheit, versteht sich. Sicherheit? Ich war mir sicher, dass mein Plan funktioniert, aber man sollte immer vorbereitet sein. Ich wollte nicht die Schuld an einem Mord bekommen, den das Mädchen verübt hat. Sie wollen sagen, dass Sie so weit vorausdachten, als Sie die Beweise manipulierten? Halten Sie mich für einen Trottel? Ja. Polizeichef wurde ich ja nicht durch einen dummen Zufall. Sehen Sie diese Vasenscherbe? E gleich MC Quadrat. Ich habe das laserliche Stück von Emas Namen verpackt. Muss nochmal sein. Mahlzeit, ehrlich jetzt mal. Ich hatte nicht erwartet, dass Lana das Blut von allen anderen Scherben erwischt. Er hat schon wieder getrunken, ey. Der Säufer hier, ey. Aber wenn sie alle Beweise manipuliert haben, woher wissen sie dann, dass sie die Nachricht auf der Vase nicht auch gefälscht haben? Das glaube ich nämlich auch. Manche Leute wissen einfach nicht, wann sie aufhören sollten, oder? Deswegen habe ich einen weiteren Gegenstand als Sicherheit aufbewahrt. Sie meinen, dieses Stück Stoff? Machen Sie schon, Raito. Rücken Sie schon raus. Ich weiß, dass Sie es haben. Worauf warten Sie noch, Herr Wright? Sie geben es also zu, Polizeichef Gant. Sie haben den aus der Weste des Opfers geschnittenen Stoff in Ihrem Tresor versteckt? Ja, das gebe ich zu. Als Polizeichef wollte ich das eigentlich nicht tun. Polizeichef. Aber es ist immer noch besser, als dem Mörder hingestellt zu werden. Nun, Herr Wright, was haben Sie zu Ihren Gunsten zu sagen? Oh, nichts. Vor einem Moment noch haben Sie behauptet, Sie hätten keine Beweise vorzulegen. Um ganz aus der Reserve zu locken. Törichter Zug, Raito. Sie hätten ihn vorlegen sollen, als es noch ging. Es war eine lange Schlacht. Oh ja. Aber jetzt ist es endlich. Aber jetzt ist endlich der Augenblick der Wahrheit gekommen. Wenn ich es jetzt nicht noch verpatze, ist der Sieg mein. Ja, dann hau ne raus. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Sicher? Ja. Ich würde keinen Beweis, weil... Ich würde es schon machen. Man sollte mir glauben. Sicher? Okay. Ja, sicher. Na gut. Euer Ehren, ich habe einen Beweis, den ich jetzt vorlegen möchte. Nun gut, dann lassen Sie uns diesen einschlägigen Beweis sehen. Den Beweis, der zeigt, wer Staatsanwalt Marshall tatsächlich ermordet hat. Jetzt kann man sogar noch nicht mal den Stoff auswählen. Ja, warte mal. Ja, ist doch ganz klar. Klar, genau, der Blue Badger. Der war's, der war der Mörder, hab ich doch gesagt. Ja, von Anfang an. Ja, dann wird's wohl der Stoff sein, wa? Meinst du? Ja, was macht jetzt sonst Sinn? Lassen Sie mich das nur noch einmal klarstellen. Am Tag des Verbrechens haben Sie höchstpersönlich dieses Stück aus der Weste des Opfers geschnitten. Oh ja, endlich sind Sie damit herausgerückt. Ach so, ja, okay, klar. Auf diesem Stück Stoff ist ein Handabdruck. Euer Ehren, die Anklage beantragt, dass es zur Analyse ins Labor gebracht wird. Dieser Handabdruck auf dem Leder. Für so einen klaren Abdruck muss die Hand stark auf das Leder gedrückt worden sein. Eben gedrückt worden sein. Wollen Sie damit sagen? Er hätte nicht gefälscht werden können. Es muss ein Er muss ein einschlägiger Beweis sein. Ihre Auffassungsgabe ist so langsam wie eh und je, Worthy. Was? Denken Sie darüber nach. Raito hatte so viel Zeit, diesen Beweis vorzulegen.
Dennoch hat er damit gezögert. Warum wohl? Wollen Sie damit sagen, Sie wissen es schon? Sie wissen, wessen Fingerabdrücke darauf sind? Herr Wright, wissen Sie es wirklich? Die Person, von der die Fingerabdrücke sind, muss der wahre Mörder sein. Wessen Fingerabdrücke sind das? Nun gut, ich werde es Ihnen sagen. Es dürfte jetzt kein Problem sein. Alles läuft so, wie ich vorhergesagt. Wie vorhergesagt. Die Person, zu der diese Fingerabdrücke gehören, ist... Leider nicht. Nee. Oder soll man einfach mal ihn ausprobieren? Würde ich nicht machen, das geht schief. Mhm. Meinst du echt? Ja. Meinst du echt Ema? Ja. Ja. Irgendeine Wendung kommt bestimmt wieder. Ja. Ema? Ema, Skype? Was? Es sind meine? Tut mir leid, Ema. Aber warum... Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Sorry, Baby. Sie sind mir ja Anna Ratto. Sie haben die ganze Zeit gewusst, dass das Mädchen es getan hat. Und sie versuchen immer noch mir den Mord anzuhängen. Ja klar, weil du es auch warst. Es stimmt also. Traurig, aber wahr. Dieses Mädchen hat tatsächlich Staatsanwalt Marshall in den Tod gestoßen. Wie konnten sie nur? Sie, Monster! Frau Skype? Sie wussten die ganze Zeit, wessen Fingerabdrücke es waren und doch haben sie... Sie haben sich verhalten, als wäre sie es wirklich nicht gewesen. Frau Skype, es ist noch nicht vorbei. Nein, leider nicht. Was? Ich habe gesagt, der Prozess ist noch nicht vorbei. Ha, aber ich fürchte, es ist vorbei. Und zwar nicht nur dieser Prozess, sondern auch Ihre Karriere. Sie haben diesen einschlägigen Beweis vorsätzlich unterschlagen. Das, mein lieber Freund, ist ein schweres Vergehen. Ich freue mich schon darauf, Anklage zu erstatten, wenn die Angeklagte verurteilt ist. Ich habe meine Marke, Jungchen, Ihre Marke, Jungchen. Was ist denn los? Haben Sie Ihre Zunge verschluckt? Wollen Sie uns nicht sagen, was Sie da, was, wie sich das anfühlt? Wie ist es, wie es sich anfühlt, ein armes, kleines Mädchen eigenhändig zu einer Mörderin zu machen? Bevor ich das tue, gibt es noch eine winzige Kleinigkeit, die ich gerne klären würde. Ah, und was sollte das sein? Wer Staatsanwalt Neil Marshall wirklich getötet hat. Ja, woher wusste er, dass er das rausschneiden muss? Was? Wenn er nicht selber schon untersucht hat, wem die Fingerabdrücke gehören. Polizeichef Gunn, Sie haben völlig recht. Dieses Stück Stoff beweist, wer der wahre Mörder ist. Wer war es, fragt ihr? Es war doch immer Skype, oder? Nein. Mm-mm. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Sehen Sie, dieses Stück Stoff enthält einen entscheidenden Widerspruch. Kein Blut. Ja. Was? Ein Widerspruch? Was labert dieser Grummkopf denn da? Ich spreche von einem Widerspruch, von einem, der beweist, wer der wahre Mörder ist. Hast was übersehen, hä? Glück laufen. Herr Wright, dieses Stück Stoff. Welchen Widerspruch könnte das denn schon enthalten? Polizeichef Gunn, Ihre tyrannische Herrschaft endet hier und jetzt. Sehen Sie, das Beweisstück, das im Widerspruch zu diesem Stück Stoff steht? Das Foto, denke ich mal, ne? Ah, das hier. Ja. Kein Blut. Ja, genau. Und worum genau soll es sich dabei handeln? Das ist das Bild, das Frau Skype gemacht hat. Schauen Sie es sich gut an. Ja. Sehen Sie, wo das Stück seiner Weste rausgeschnitten wurde? Ja, da sieht man sein Hemd. Mit das ist allerdings schwer zu erkennen bei dem ganzen Blut auf der Weste.
Genau darauf will ich hinaus. Sein Oberkörper ist mit Blut getränkt. Das ist ganz normal. Zweifelsohne war seine Lunge durchbohrt. Blut strömte aus seinem Mund. Aber auf diesem Stück Stoff? Moment mal. Darauf ist ja überhaupt kein Blut. Na sowas. Da Emas Skypes Abdrücke auf diesem Stoff sind, besteht kein Zweifel, dass sie den Staatsanwalt beiseite gestoßen hat. Wie auch immer. Herr Marshall wurde nicht von dem Schwert aufgespießt. Nein, das ist Unsinn. Nun gut, Polizeichef Gant, ich möchte Sie etwas fragen. Staatsanwalt Marshall wurde nicht aufgespießt, als er beiseite gestoßen wurde. Wahrscheinlich schlug er mit dem Kopf auf den Boden auf und verschlor das Bewusstsein. Falls dem so war, sagen Sie mir doch bitte, wer hätte es gewesen sein können? Wer hätte von Frau Skype am Tatort sein, den bewusstlosen Staatsanwalt aufheben und ihn auf dem Schwert der Rüstung aufspießen können? Nachdem die ganzen Beweise entfernt und gesichert waren. Das stand da aber nicht. Ich hatte irgendwie wenig Bilder. Es dann so aussehen zu lassen, als hätte Ema den Tod des Staatsanwalts verursacht. Hatte besagte Person ihren Namen mit dem Blut des Opfers auf die Vase geschrieben. Und dann hat sie absichtlich die Vase zerbrechen, um einen Hinweis zu hinterlassen. Zerbrochen, um einen Hinweis zu hinterlassen. Und Lana glauben zu lassen, ihre Schwester wäre die Täterin. Erinnern Sie sich, was Sie vor einigen Augenblicken zugegeben haben? Dass Sie persönlich dieses unblutige Stück aus der Weste geschnitten haben? Welche Ironie, nicht wahr? Durch das bloße Fabrizieren einer Sicherheit haben Sie bewiesen, dass Sie der tatsächliche Mörder sind. Nein! Es ist vorbei. Oh, schon wieder in die Steckdose. Noch nicht schon wieder. Das war knapp, Reiter. Beinahe hätten sie mich dran bekommen. Ich fürchte, Sie müssen sich schon mehr Mühe geben. Ich bestreite die Anschuldigung. Was soll das heißen, Sie bestreiten die Anschuldigungen? Ich dachte, er darf nichts mehr aussagen. Sehen Sie dieses Stück Stoff. Es ist ein unzulässiger Beweis. Ruhe! Was soll das für ein Unsinn hier? Unzulässige Beweise dürfen nicht zur Verurteilung eines Verdächtigen verwendet werden. Schon vergessen, AG? Vorhin hatte der gute alte Writer hier das Stück Stoff unterschlagen. Nun, welche Entschuldigung haben Sie dafür, Writer? Sie haben doch irgendwelche einschlägigen Beweise, oder? Euer Ehren, ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Beweise, die ich vorlegen könnte. Nun, das stimmt. Verteidigung hat sich tatsächlich geweigert, Beweise vorzulegen. Ab diesem Augenblick war das Stück Stoff kein zulässiges Beweismittel mehr. Warum schwitzt du dann so? Aber das ist nicht fair. Haben Sie wirklich gedacht, Sie könnten mich vor Gericht übertreffen? Sieht so aus, als würde ich zuletzt lachen, und zwar über Sie, Sonnenmann. Ja, aber der darf doch schon gar nichts mehr sagen. Ja. Ja, eben. Ich fürchte, Herr Gans Behauptung ist juristisch einwandfrei. Nun, Herr Edgeworth? Stimmt. Unzulässige Beweise dürfen nicht verwendet werden, um eine Person zu verurteilen. Immer vorausgesetzt, dass die Beweise tatsächlich unzulässig sind. Hä? Nun, Herr Wright? Es scheint so, als wäre es endlich an der Zeit, meinen Plan zu offenbaren. Aha. Herr Wright, geben Sie es zu, dass Sie absichtlich und unzulässigerweise dieses Stück Stoff versteckt haben? Nee. Ja. Nein.
Ja. Nein. Er wollte ihn aus der Reserve locken. Guck dir bitte nochmal in der Gerichtsakte das Buch an. Von wegen des Rechts. Doch. Wir haben es ja eben vorgelesen. Regel 1. 2. Nicht registriertes Beweismaterial muss für die Verhandlung relevant sein. Es darf kein Beweismaterial vorgelegt werden, das nicht von der Polizei genehmigt wurde. Ja gut, das war dadurch, dass Gamschu dabei war, hat sich das ja erledigt. Muss für die Verhandlung relevant sein. Boah, das ist schwierig. Ja, aber da steht ja gar nichts von absichtlichem Zurückhalten und so. Ja, deswegen, ja. Deswegen hätte ich jetzt eher auf Nein getippt. Kelvin, du bist doch immer so schlau. Streng doch mal dein kleines Köpfchen an, gehe mal in dich und schau doch einfach mal in deinem kleinen süßen Gehirn nach. Ja, ich bleib trotzdem bei meinem Nein. Na, okay. Unzulässigerweise hat er es nicht versteckt, das stimmt. Ja. Okay. Gewiss, zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich mich geweigert, Beweise vorzulegen. Aha! Also ist der Beweis unzulässig. Nein. Ist er nicht, Herr Gant. Es geht nicht darum, dass ich den Beweis nicht vorgelegt habe, sondern darum, dass ich ihn nicht vorlegen konnte. Genau. Was wollen Sie damit sagen, dass Sie es nicht konnten? Beim Vorlegen von Beweisen gilt es, bestimmte Vorschriften zu beachten. Nein, Oji. Hören Sie nicht auf seine Lügen. Er ist nur ein Feigling. Sie können ihn nicht. Es gibt in diesem Prozess nur noch einen Aspekt zu klären. Ist dieser Beweis zulässig oder nicht? Nun gut, dann lassen Sie uns das ein für alle Mal klären. Vorhin haben Sie abgelehnt, weitere Beweise vorzulegen. Wenn Sie beweisen können, dass Ihr Vorgehen den Gesetzen entspricht, dann tun Sie es. Ja, weil das zu dem Zeitpunkt irrelevant war. Ja. Also das Buch. Ja. Mhm. Eigentlich witzig, dass die für zwei Regeln ein ganzes Buch brauchen. Das ist mein Beweis, Euer Ehren. Beweisrecht. Was ist das? Ein Buch. Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, Polizeichef. Emma Skypes Fingerabdrücke waren tatsächlich auf diesem Stück Stoff. Wie auch immer. Zu jenem Zeitpunkt war es nur ein Stück Stoff und sonst gar nichts. Sehen Sie, es steht hier in diesem Buch. Die zweite Regel des Beweisrechts. Habe ich doch eben gesagt. Regel 1. Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Ich habe dieses Beweisstück selbst gefunden, in Ihrem Tresor. Selbstverständlich hatte ich dafür keine Genehmigung des Polizeireviers. Also stimmten beide Regeln nicht. Regel 2. Nicht registriertes Beweismaterial muss den Fall unmittelbar betreffen. Und da liegt der Hund begraben. Sehen Sie, zu jenem Zeitpunkt konnte ich die Relevanz des Stoffes für den Fall 09 nicht beweisen. Was? Was ist denn jetzt wieder für ein Schwachsinn das hier? Sie wollen Relevanz? Sie wollen... Dann werfen Sie nur einen Blick auf dieses Foto und... Tut mir leid, aber können Sie sich erinnern, wann dieses Foto vorgelegt wurde? Es wurde erst vor wenigen Augenblicken gezeigt. Nein! Er hat recht. Zu Beginn des heutigen Prozesses war das Stück Stoff noch bedeutungslos. Die Person, die ihm Bedeutung als Beweis zumaß, waren Sie, Damon Gant. Sie selbst haben eine bestimmte Wahrheit gestanden. Lassen Sie mich das nur noch einmal klarstellen. Am Tag des Verbrechens haben Sie sich höchstpersönlich dieses Stück aus der Weste des Opfers geschnitten? Oh ja. Nein! In diesem Moment haben Sie diesen Stoff selbst genehmigt. Als einschlägigen Beweis. Ja, Sie als Polizeichef haben diesen Stoff persönlich genehmigt. Die einzige Person, die ihn aus der Weste des Opfers hätte schneiden können,
war diejenige, die kurz vor dem Ableben von Staatsanwalt Marshall vor ihm stand. Mit anderen Worten, der wahre Mörder, und dafür kommt nur eine Person in Frage. Damon Gunt, Sie waren der Mörder. Er dreht durch, Passt aber gut. Haben wir jetzt alle da? Oh Gott, mein Hals. Ich wusste doch, dass ich ihn hätte beseitigen sollen. Dieser nichtsnutzige Mistkerl. 2 Jahre lang hat er im Polizeirevier rumgeschnüffelt, um mir etwas anzuhängen. Jeden Tag werden Verbrechen verübt, aber er musste ja Jagd auf mich machen. Nun, was sie getan haben, war ja auch nicht gerade eine Bagatelle. Er wollte den Fall nochmal aufrollen. Er hat Angel Starr auf seine Seite gezogen, dann Bruce Goodman überzeugt. Inspektor Goodman? Ja, das stimmt. Wenn der Beweistransfer erfolgt, habe ich keine Chance mehr, die Wahrheit zu finden. Bitte, Sie müssen mir helfen. Goodman hat es abgelehnt, wie es sich für ihn gehörte. Dennoch, Jacke Marshall hat nicht mehr gewusst, wann es genug ist. Er stahl Goodmans Ausweis und versuchte, die Beweise zu klauen. An jenem Tag kam Goodman zu mir. Er wollte eine Verlustmeldung einreichen. Ich bin mit ihm zum Beweisraum gegangen. Dann musste er auf einmal die Klappe aufreißen. Wovon sprechen Sie, Goodman? Den hatten wir noch gar nicht. Nee, deswegen. Mach du mal. Könnten Sie bitte die Ermittlungen wieder aufnehmen, Chef? Wir könnten die Beweistransfer noch nicht durchführen. Es gibt zu viele offene Fragen. Er sagte, ich solle den Beweisraum öffnen und die Beweise rausnehmen. Es ist noch nicht zu spät. Ich gebe Marshall die Beweise. Nun, ehrlich gesagt, bin ich auch etwas in Panik geraten. Ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, aber ich wusste nicht, was passieren würde. In dem Moment sah ich es. Jenes verwünschte Messer. Ich konnte es einfach nicht rausziehen. Es wäre noch mehr Blut geflossen und sie hätten ihr Werk nicht vollenden können. Trotzdem floss das Blut nur so in Strömen. Ich wusste ja nicht, wer reinplatzen könnte, also wischte ich es auf. Ich machte mir so viele Gedanken um den Boden, dass ich meinen Fehler übersah. Den blutigen Handabdruck auf Inspektor Gumshoes Schrank. Ich war als der wandelnde Verbrechenscomputer bekannt. Aber jeder muss klein anfangen, denke ich. Ich war zu nervös. Ich hatte das alles nicht tun dürfen. Dann haben sie die Leiche in mein Auto gelegt. Tut mir leid. Uns ist nichts anderes eingefallen, um die Leiche wegzuschaffen. Wir haben den Kofferraum aufgebrochen. Was ist schon dabei? Sie verdienen schließlich einen ganzen Batzen mehr als wir Inspektoren. Was spielt das hier überhaupt für eine Rolle? Sie sind scheußlich. Wie konnten Sie Frau Skype da hineinziehen? Nun, sie hatte genauso viel zu verlieren wie ich, wenn die Wahrheit rauskäme. Sie haben also die Beweise aus Inspektor Goodmans Schrank herausgenommen? Ich fühlte mich ganz elend, weil ich das tun musste. Ich konnte nicht in Ruhe überlegen, was ich mitnehmen sollte. Nun, Sie haben die Scherben der Vase und die Handschuhe dagelassen. Tja, Freunde, nein, und es gibt noch einen Teil. Nein, wir machen hier Schluss, sehen uns morgen nochmal um 18 Uhr wieder mit dann dem, glaube ich, endgültigen großen Finale. Bis dahin, NRW über 18, adieu. Ciao. Und Servus.